Ja, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Let's Play Minecraft hier in unserer wunderschönen Butze. Und ihr seht, wir haben schon wieder Besuch, ein paar Spinnen sind da, ein paar Monster sind da und das rund um unsere ja noch nicht wirklich fertige Butze. Na, es sieht noch nicht so richtig schön aus, es ist auf jeden Fall bewohnbar, sprich, man ist hier einigermaßen sicher, auch wenn hier und hier und hier und hier noch ein bisschen was offen ist, sprich, wo irgendwelche Viecher eventuell reinkommen könnten, aber da haben wir bisher zum Glück noch keine Probleme gehabt, aber ihr hört's im Hintergrund. Irgendwo treibt sich da schon wieder jemand rum. Vielleicht sogar auf dem Baum. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was werden wir tun in dieser Session? Ich habe mir gedacht, wir werden auf jeden Fall zum einen mal rüber gucken noch zu unserem Haus, wenn ich hier gerade blöd durch die Gegend laufe. Sprich, zu unserem kleinen Häuschen hier. Ob wir das soweit fertig haben, denn ich weiß gar nicht mehr, ob wir das noch geschafft haben im letzten Part. Deswegen gucke ich da mal eben schnell. Und dann möchte ich natürlich drüben noch unsere richtige Butze da, wo wir gerade herkommen, noch ein bisschen erweitern. Das ist ja noch nicht so wirklich fertig, ne? Ich glaube, da haben wir, genau, da haben wir die Kiste da oben reingepackt. Da wollten wir hier auch noch eine reinstellen. Da haben wir aber nur eine Werkbank, einen Ofen. Haben wir zufällig Erde dabei? Jawohl, dann können wir das nämlich nochmal so ein bisschen auf... Ach, da wollten wir ja einen Weg machen, haben wir gesagt, ne? Den können wir eventuell natürlich auch in der Folge machen. Das wäre natürlich... Oder in der Session mehr oder weniger. Das wäre auch noch eine Idee. Aber jetzt mache ich hier mal erst zu. Das können wir später immer noch machen. Nur, dass ich hier mal grob check, wie das aussieht. Dann noch dazu die Werkbank. Die Zimmer, ich glaube, ich mal... Hier so ins Eck, die können wir, glaube ich, mal wegmachen. So, und dann sieht das hier schon mal, glaube ich, ganz gut aus. Gefällt mir. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen könnten, allerdings haben wir dann nur noch ein Holz, ist hier oben mal noch zu. Pass mal auf, dann machen wir auch noch schnell hier. Dicht. Dachte schon, ich habe was zerplatzen hören. So, ich glaube, da machen wir noch dicht. Auch wenn das dann eins versetzt ist, aber dass da oben zu ist irgendwie. Oder eventuell Stein und dann das davor. Das wäre vielleicht sogar die etwas schlauere Idee. Aber dann sieht das ein bisschen besser aus soweit. Und zwar so, so. Wieder drüben. Und dann noch das Hölzchen nehmen. Das Klötzchen. Und einmal so. Und so. Dann kann man da hier rein. Zack, hier hochgucken. Fertig. Hier noch eine rein. Da noch das. Eventuell den Ofen noch daneben. Eventuell hier so hin. Und dass man dann sogar vielleicht noch sagt, eventuell man könnte, ja, hier noch so hinmachen. Oder ist das too much? Ist das too much? Wir können auch theoretisch den Ofen doch da hinten reinbauen, oder? Das sollte doch auch möglich sein. Ja, machen wir das doch so. Und eventuell die Kiste, kann man die auch noch anders positionieren, weil die sah so gerade irgendwie ein bisschen komisch aus. Ne, geht anscheinend nicht. Lassen wir einfach mal so. Das ist ja in Ordnung soweit. Dann kann man da was reinnehmen, zum Beispiel. Bisschen Kohle. Und das Hähnchen oben drauf. Achso, oder? Nee. Müsste doch eigentlich soweit richtig sein. Oder? Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Nicht gerade total. Ach, das ist schon gebraten. Oh, ne, dann kann es nicht funktionieren. Dann geht's natürlich nicht. Gebraten. Ach, das ist alles schon gebraten. Haben wir alles schon gemacht. Mensch, wir waren richtig fleißig in den letzten Folgen. Unfassbar. Sehr schön. Da wächst und gereiht auch soweit alles wunderbar. Das können wir mal vielleicht noch schnell alles abholzen und neu bepflanzen. Och, ist doch ein Traum. So muss das doch sein, Freunde. Wunderschön. Guckt mal, bisschen Weizen wieder gesammelt. Können wir, würde ich sagen, gleich da oben in die Kiste packen, damit wir da schon mal so einen kleinen Vorrat haben. So, den Samen auch. Und dann bin ich da soweit zufrieden. Ey, richtig geil, ne? Unsere kleine Butze hier. Wunderschön. Sieht echt nice aus, glaube ich. Da fehlen noch ein paar Fenster, haben wir die eingepackt. Leider nicht. Sand haben wir da auch keinen mehr. Vielleicht sind sie noch drüben. Was ist das für ein Zeichen? Ein X. Oder ein T. Okay, dann würde ich sagen, die große Frage, beziehungsweise das, was wir in den letzten Folgen immer so ein bisschen gefehlt hat, waren die Rohstoffe. Deswegen eventuell auf große Rohstofftour gehen. Das könnte was werden, auf große Höhlentour. Oder erstmal weiterbauen. Aber wir bräuchten erstmal Rohstoffe, um hier wirklich weiterbauen zu können, ne? Alter, das ist schon... übertrieben krass breit hier, ne? Das ist schon unfassbar, was wir da hingezimmert haben. Wahrscheinlich eh viel zu breit. Viel zu breit. Aber gut, jetzt können wir es nicht mehr ändern, beziehungsweise jetzt machen wir noch das Schönste draus. Das müssen wir dann auf jeden Fall mal alles nochmal abreißen. Da baue ich jetzt mal schnell das Dach komplett einfach geradezu, weil das sieht ja aus. Das können wir ja nicht so lassen. Das ist ja... Nee, lieber nicht. So, machen wir wieder zu. Dann müssen wir auch wieder die Doingsens dahin machen. Die Doingsens. So... Okay, wir haben nur Angst gehabt, dass die Kuh dann immer rausgeht, ne? Aber das kann die von mir aus jetzt machen. Da werden wir schon noch welche finden. So, da komme ich Gott sei Dank rüber. Dann kloppe ich das nämlich nochmal alles weg. Mach da das Dach soweit mal zu. Und dann sollte das passen. Denke ich mal, oder?
Halt, das war jetzt wahrscheinlich schon zu viel des Guten. Ach, und im Hintergrund wieder die schöne Musik. Die finde ich am coolsten. Ich weiß zwar gar nicht, wie die heißt, aber die hört sich nice an. So, das passt soweit. Dann müssten wir jetzt hier mal das alles soweit uns zurechtlegen. Schwupps, schwupps. Das muss noch weg. Der ist zu eckig und der ist zu eckig. Und dann... wo willst du denn hin? Kommen die da so nebeneinander? Au! Ich glaube schon, ne? Dann müssen wir theoretisch das nämlich auch noch wegnehmen hier. Und dann die ganzen Steintreppen da nebeneinander packen. Jetzt müsste es passen. So und so. Und so nicht. Jetzt kommt da nur die Kuh nicht mehr wieder rein. Und wir haben natürlich jetzt auch keinen Weizen dabei. Aber die blöde Kuh, die steht jetzt da außen rum. Naja, soll sie machen. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie wir das jetzt cool gestalten sollen hier unten. Weil es halt echt so riesengroß ist. Das ist schon brutal. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das ist schon echt richtig krass. Aber abreißen oder so wäre jetzt auch blöd. Da haben wir jetzt schon zu viel gebaut. Ich gehe da mal hier schnell hoch, um das mal zu checken von da oben. So. Da haben wir echt schon viel zu viel gemacht, um das irgendwie abreißen zu können. Und wenn überhaupt, dann könnten wir nur die Hälfte abreißen, weil da drüben haben wir schon die Treppe gebaut, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie wir das machen sollen, Freunde. Jetzt gehen wir, würde ich sagen, erstmal auf große Höhlentour, oder? Das sollte doch jetzt erstmal das Ziel sein. Bisschen was zu sammeln. Da liegen noch zwei Treppen, die sammeln wir mal ganz schnell auf. Und dann passt das. Gucken wir mal, was wir in den Kisten haben. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Eisen, haben wir sogar hier. Stöcke auch, das passt. Dann werden wir da nämlich mal halt... Das ist ja alles da drüben mittlerweile. Dann werden wir da auf jeden Fall mal ein bisschen vorangehen. Mache ich mir erstmal ein Schwert noch. Die räume ich jetzt mal schnell auf da. So, Schwert weg, Schwert weg. Das können wir anziehen. Ah, nee, können wir auch nicht anziehen, weil wir ja unsere Rüstung gemacht haben. Stimmt. So, aber das kann alles weg. Das kann weg. Der Ofen kann mal da rein. Gehirn kann da rein. Dann Holz und Werkbank von mir aus. Erde. Stein, Stein, Stein. Und das können wir noch hernehmen. Machen wir so. Kohle. Ein bisschen Kohle nehmen wir mal mit. Fackeln packen wir mal dahin. Futter hier, Bogen hier, beziehungsweise Bogen. Jetzt blicke ich nicht mehr durch. So. So. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, aber die nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Stein müssen wir natürlich noch hier mit reinnehmen. Futter, 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 Eisen und dann passt das. Und dann noch die Stöcke nehmen. So, und dann können wir nämlich noch ein bisschen Ausrüstung hier machen. Und zwar so und so. Ein, zwei Eisenschwerter. Dann natürlich noch ein paar Spitzhacken. Das ist somit wahrscheinlich das Wichtigste. Da können wir gleich vier Stück machen. Und dann am besten noch sowas. Und sowas. Ja, und dann müsste das erstmal passen, glaube ich. So, her damit. Können wir die auch noch schnell einpacken. Das nehme, obwohl die Kohle wollten wir mitnehmen, haben wir gesagt. Und die Sticks eigentlich soweit auch. Ja, dann machen wir es doch so. Das Einzige, was wir noch schnell in die Kiste packen, ist das Eisen, wieso auch immer das darüber schwupst. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich sagen, Essen haben wir genug. Dann können wir uns groß jetzt schnell aufmachen. Ich gucke nochmal schnell. Halt, nicht Statistik, sondern Optionen. Normal, ja. Heißt, wir haben auf jeden Fall Zombies mit an Bord. Guck mal, ob wir noch schnell vielleicht Pfeile haben. Gucken wir mal schnell. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Nein, zumindest nicht auf die Schnelle. Okay, machen wir uns auf, gehen wir ab in die Höhle. Ich habe mir auch, muss ich ja sagen, ein paar Themen zurechtgelegt. Beziehungsweise alle Themen habe ich ja neulich angesprochen, von euch niedergeschrieben auf ein Zettelchen. Den habe ich jetzt eben schnell ausgedruckt, wobei so viele Themen waren es noch gar nicht. 3 Stück, aber ihr kennt mich. Bevor ich die vergesse, dann lieber so. Jetzt bin ich, muss man nur mal gucken, dass wir den richtigen Weg da gleich mal finden. Ich glaube, da nach links ging es gar nicht mehr weiter, ne? Da ging es nur so nach unten. Oh, das war ein bisschen schnell. Da unten waren wir schon. Da kommt ein Zombie. Der wird jetzt gleich da runterfallen. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal die Richtung. Aber ich weiß gar nicht. Da waren wir, glaube ich, überall schon. Da haben wir uns mal runtergegraben. Beziehungsweise könnte auch was explodiert sein. Ich glaube, das war die Sackgasse. Da ging es jetzt gar nicht mehr weiter, oder? Hühnchen. Grüß Gott. Ich glaube, da ging es nochmal nach oben. Und dann hinten nochmal kurz nach unten. Genau. Und mehr war da, glaube ich, gar nicht. Nee. Okay, mehr war da nicht. Müssen wir überlegen, ob wir die Höhle irgendwie noch sogar gar nicht mehr vielleicht hier entdecken können. Vielleicht haben wir die schon bisher relativ gut soweit erobert. Da oben geht's raus. Okay.
Ich nehme mal lieber das Schwert in die Hand, oder? Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Dahin ging es auch nicht weiter. Da ist noch ein bisschen Kohle, aber die hole ich mir jetzt nicht. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr so weiter, wie ich will. Da waren wir überall schon. Da geht's nicht runter. Und da geht's wieder ab nach oben. Eventuell müssen wir uns da vielleicht sogar eine neue Höhle suchen. Guck mal dahinter. Oder da hoch. Geht's da weiter? Vielleicht können wir uns da durchbuddeln. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil den, diesen, was ist das? Kies ist es, ne? Den brauchen wir sowieso. Für unseren kleinen Weg, da haben wir ja so geplant zumindest. Von dem her nehmen wir das mal alles mit schnell. Da müssen wir echt uns vielleicht umgucken, dass wir irgendwie zu einer neuen Höhle kommen. Weil so macht das ja relativ wenig Sinn. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn wir da uns noch großartig umgucken oder irgendwie Steine oder so abbauen. Das ist ja dann auch nicht Ziel der Sache, ne? Ich meine, ein bisschen Stein, klar, brauchen wir immer mal wieder, aber ich will dann, wenn schon, hier hauptsächlich wegen Eisen, Gold, Diamanten und Co. mich umgucken und Stein dann ab und zu mal mitnehmen. Nicht andersrum. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Da scheinen wir auch schon mal gewesen zu sein. Ach, da ist jetzt wieder hier mit der Kohle. Okay, da kommen wir nicht wirklich weiter. Ich esse mal schnell was. Ich glaube, da müssen wir echt gucken, dass wir eventuell rauskommen wieder und uns dann woanders aufmachen. Da ging es zum Beispiel schon mal nach oben, aber da müssten wir doch genau unseren Eingang hier wieder haben. Okay, das war eine relativ kurze Höhlentour jetzt hier. Aber wir gucken uns natürlich noch um, dass wir da eventuell noch woanders hinkommen. Ist da noch irgendjemand? Nee. Nein. Uiuiui. Der hat da unten ein bisschen was zerstört. Ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass die Dinge explodieren. Mensch, seht ihr mal. Voll verplant. So, ich weiß, es ist Nacht. Das ist vielleicht nicht jetzt der beste Zeitpunkt. Oder soll ich noch schnell schlafen gehen? Ich weiß es nicht. Aber komm, wir machen ein bisschen Action jetzt hier. Ein bisschen Action muss doch immer sein. So, den haben wir. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine Höhle finden. Ich will mich jetzt nur auch nicht unbedingt hier irgendwie verlaufen. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz so toll. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch mal mit. Oh, das sind sogar zwei. Oh, dachte ich schon, ich klemme hier irgendwo fest. Oh, und da sind auch nochmal welche. Nein. Ich glaube, da ist irgendwas hier passiert. Ne? Irgendwas, glaube ich, war da. Sag einmal. Da ist so ein Königstyp. Mit so einer komischen Rüstung. Oh, fuck. Alter Schwede. Okay, wir gehen doch, glaube ich, erstmal lieber schlafen, meine Lieben. Ist, glaube ich, doch ein bisschen geschickter. Als Noob, glaube ich, ist das nicht so toll. Da blöd rumzurennen am Ende. Wahrscheinlich noch drauf zu gehen. Mal schnell hier hoch. So. Ich hoffe, da hinten wartet. Oh, da wartet natürlich einer. Und da wartet auch einer. Aber die sind mir dann doch ein bisschen lieber als alle anderen. So, du darfst auch noch herkommen. Ich merke übrigens gerade, dass ich noch meinen Controller hier unterm Tisch liegen habe. Auf meinem Schoß. Oh nein! Boah, das. Nein! Kann ich jetzt einfach pennen, ohne dass was passiert? Nein. Okay, dann müssen wir die erst erledigen. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt lass mich mal schnell meinen Controller hier weglegen. Ich habe nämlich gerade noch FIFA aufgenommen. Jetzt lag da hier, ne? Einfach so blöd rum. So, weg, komm, weg. Och nö, jetzt müssen wir das alles wieder neu machen. Ist ja total beschissen jetzt hier. Und ich höre schon wieder irgendwie eine Spinne krabbeln. Ah, da ist er. Meine Fresse, erschreck mich nicht. Wir kommen ja nicht voran hier. Weg mit dir. So, ich wollte nur schnell Erde auswählen, damit ich da mal kurz zumachen kann wieder. So, das machen wir morgen früh. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Manno. Komm rein. Aber mach zu, jawohl. Und nochmal weg. So, aber jetzt bitte. Jawohl. Hä? Wieso ging jetzt da die Tür auf? Nein. Oh, Freunde, Gott sei Dank. Oh, wir brennen. Was machen wir denn jetzt? Oh, Gott sei Dank geht das wieder weg. Boah, alter Schwede, wieso war denn da jetzt die Tür offen? Hat doch keiner aufgemacht, oder? Alter Schwede, leck mich fett. Gibt's doch gar nicht. Unglaublich. So, ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen am Überlegen, wie wir das mit dem Häuschen hier machen. Das ist zu fett, glaube ich. Mittlerweile, oder? Ich weiß ja nicht.
Das hätte anders irgendwie vollkommen gereicht. Ich hab's wieder übertreiben müssen. Irgendwie. Ich glaube, wir reißen das jetzt zum Teil mal wieder ab. Es tut mir so leid, Freunde, aber ich glaube echt, dass das so nichts wird. Zu lang dauert es ja Gott sei Dank nicht mit unserer ganzen Ausrüstung. Das ist ja das Gute. Wollen wir einfach so ein Eckhaus machen, dass wir sagen, wir reißen das ab? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oder man baut es auf beiden Seiten so ein bisschen kleiner. Boah. Ich weiß es nicht, wie wir es machen wollen. Ich glaube, wir reißen es so ab.